Heute ist die Zeit wieder ein sehr wichtiger Faktor, denn heute werden wieder Ziegelsteine gedrückt und hier habe ich mal einen Überblick gemacht, was los war. Begonnen habe ich mit drei Ziegelsteinen und da ging es erst einmal mit 10 Sekunden los. Ich habe immer das Auge auf die Uhr geschmissen und wenn die 10 Sekunden vorbei waren, war dann auch Schluss. Habe dann erst einmal mich wieder gesammelt und alles wieder zurecht gemacht und dann ging es wieder zum nächsten Satz für die nächsten 10 Sekunden los. Ja, dann kam nach den Sätzen den Dreierstein der Viererstein dazu. Zweimal habe ich bis 13 Sekunden halten können und dann wurde wieder abgesetzt. Es kam wieder einer dazu und dann habe ich zweimal 10 Sekunden gedrückt. Und naja, man sieht schon, die Steine, die sind auch nicht ganz glatt. Die haben noch so Unebenheiten und das ist dann die Gefahr, dass die dann, wenn die Kraft schwindet, dann halt auseinander fallen und dann ist eben das alles vorbei. So ging es dann weiter mit den Sechsern und bei den 7 Ziegelsteinen habe ich 7 mal 10 Sekunden gemacht und da waren die Ergebnisse recht gut. Zwischen 10, 11 und teilweise 13 Sekunden konnte ich das alles halten. Ich habe versucht, immer die Ziegelsteine mittig anzufassen, habe aber gemerkt, weil die alle so uneben sind, dass es doch besser ist, weiter unten anzufassen. Und wenn dann wirklich die Kraft geschwunden ist, dann sind sie mir in der Mitte auseinandergerutscht. Oder ich habe sie ein bisschen schräg gehalten und dann sind sie schon ineinander verrutscht. Und das war dann immer dann auch das Ende, weil wenn einer wegfliegt, die anderen kommen alle hinterher und da hast du überhaupt keine Chance mehr. Die Arme habe ich richtig an den Rumpf gepresst und habe somit einen besseren Halt gehabt. Natürlich kamen auch die Ziegelsteine richtig an den Bauch heran, nicht so weit weg. Das nimmt nämlich den Armen nicht so viel Energie weg und daher habe ich auch meine Arbeitssachen angezogen. Ja, und die Handschuhe sind einfach nur dafür da, dass die scharfkantigen Ziegelsteine mir nicht die Hände zerruppen. Ja, Freunde, das war eine schöne halbe Stunde, sehr intensiv im Keller und hier wackelt's schon wieder und Feierabend. Jetzt starte ich die zweite Einheit mit Kniebeuge 50%, 5x5 und im Anschluss daran folgt noch die Frontkniebeuge, 2-3 Sätze, 5 Wiederholungen, reicht und dann ist das Training für heute beendet. Freunde, wenn es euch gefallen hat, drückt mir bitte den Daumen nach oben, schreibt mir ein paar nette Zeilen oder abonniert mich, dann wisst ihr immer das Neueste von Uwe. In diesem Sinne, ich klemme mich jetzt unter die Kniebeuge und ihr bleibt am Bildschirm. Sehr übersichtlich ist heute mein Plan. Ja, es geht halt nur um die Kniebeuge und ich habe erstmal hier ein paar Runden mich erwärmt mit Schlenkerbeine und die Gelenke erwärmen. Das hat natürlich schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber das war auch wichtig, denn heute ging es richtig ran mit den Haufen Sätzen. Da brauchst du eine ordentliche Erwärmung und dazu gehören natürlich auch die Gelenke. Ich habe dann nach und nach gesteigert. Die Pausen habe ich an die 4 Minuten gemacht. Genügend Zeit zum Umstecken, zum Finden und dann halt für die schweren Sätze sich auch mental vorzubereiten. Das war auch heute wirklich gut gelaufen. Ich habe alles sauber hinbekommen und früh mit den Ziegelsteinen drücken, das hat überhaupt nicht irgendwie negativ sich bemerkbar gemacht. Und naja, ist halt ein recht gutes Training. Auch die Tiefe hat immer wieder gut geklappt. Und dann bin ich auch in den letzten Satz rein. Da habe ich noch mal ein bisschen Vollgas gegeben. Und dann war die Kniebeuge schon so weit zum Ende gewesen, habe dann alles wieder umgesteckt und bin dann zur Frontkniebeuge runtergegangen. Da habe ich dann
paar Sätze gemacht mit 5 Wiederholungen und die waren recht locker gewesen. Also das Umspringen von normaler Beuge auf Frontkniebeuge, das lief problemlos. Ja, und dann war wirklich mein Training zu Ende. Die letzten Scheiben runtergezogen und dann kam das Cooldown dran und dann war auch Feierabend für heute. Das Abendbrotessen war heute eine ganz leichte Nummer. Ich habe mir fettarme Hähnchenbratwürste besorgt und die waren auch recht schnell durchgebraten in der Pfanne. Und dann ist in der Zwischenzeit auch ein Salat gemacht worden mit Gurke, Tomate, Zwiebel und Gartenkräutern. Das wurde alles mit einer leichten Joghurtsoße durchgemischt und das war auch sehr lecker gewesen. Ja, Freunde, morgen geht's weiter mit Bankdrücken und bis dahin, tschüss!